Hallo, Meerwasserfreunde und Aquarianer. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es um Glasrosen. Ihr erhaltet ein paar allgemeine Informationen zu Glasrosen, warum sie bei den Aquarianern so gehasst sind und wie man sie am besten beseitigen kann. Also, falls ihr neu auf diesem Kanal seid, lasst gerne ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Glasrosen sind eine Art Anemonen. Oft kommen sie mit dem Lebendgestein oder anderen Korallenablegern ins Becken. Da sie manchmal noch ganz klein sind und sich auch im Stein verstecken können, kommt ihr meiner Meinung nach nicht drum herum, irgendwann diese Plage im Aquarium zu haben. Wenn sie noch einzeln im Becken auftreten, kann man nicht gerade von einer Plage sprechen. Jedoch kenne ich keinen Aquarianer, für den diese Glasrosen irgendwann nicht lästig wurden. Das Problem ist nämlich, dass sie sich sehr stark und unkontrolliert im Becken verbreiten und durch ihr starkes Nesselgift andere Korallen schädigen. Wenn es ganz schlecht läuft, sieht es nicht nur unschön aus, sondern es kann auch dafür sorgen, dass eure Korallen komplett absterben. Außerdem haben Glasrosen sehr geringe Ansprüche im Aquarium und durch die Futteraufnahme wird ihr Wachstum und ihre Vermehrung noch stärker begünstigt. Ich finde, es gibt einen Ort, an dem man froh sein kann, dass man da Glasrosen hat, und dieser befindet sich im Ablaufschacht. Dadurch, dass auch Futterreste bei der Fütterung in den Ablaufschacht gelangen, werden sie von den Glasrosen aufgefangen und vertilgt. Somit gammeln sie dort nicht in irgendwelchen Ecken rum und sorgen für Nährstoffprobleme, sprich hohe Nitrat- und Phosphatwerte. Ich möchte euch mit diesem Video ein paar Möglichkeiten zeigen, wie ihr die Glasrosen in eurem Becken beseitigen könnt. Zuallererst solltet ihr auf keinen Fall versuchen, die Glasrosen durch mechanischen Einfluss, sprich durch Wegkratzen oder Absaugen, zu entfernen. Dadurch werden sie ganz viele kleine Glasrosen freisetzen und somit regt ihr eine noch stärkere Massenvermehrung an. Im Prinzip gibt es eine chemische und eine biologische Möglichkeit, erfolgreich die Glasrosen zu entfernen. Im Regelfall bin ich ja der Meinung, die Chemiekeule sollte man als letzte Möglichkeit einsetzen. In diesem Fall ist es aber eine gute Möglichkeit, da die biologischen Fressfeinde auch gewisse Nachteile mit sich bringen. Dazu kommen wir auch gleich, jedoch möchte ich noch ein paar Worte zum chemischen Einsatz verlieren. Zuallererst werde ich hier keine Produkte nennen oder zeigen, weil ich dieses Video nicht als Werbevideo kennzeichnen möchte. Falls ihr euch aber dafür interessiert, habe ich euch in der Videobeschreibung ein Mittelchen verlinkt, was meiner Meinung nach gut funktioniert. Falls ihr Chemie einsetzen wollt, solltet ihr vorher darauf achten, dass die Strömung abgeschaltet ist. Die Glasrose wird nämlich nur mit großer Sicherheit vernichtet, wenn ihr genau die Mundöffnung von ihr trefft. Dass das Mittel jetzt beginnt auszuflocken, ist übrigens ganz normal. Darüber müsst ihr euch keine Sorgen machen, die Wasserwerte werden dadurch nicht verändert. Wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, werdet ihr sehen, dass die Koralle nach kurzer Zeit beginnt zu implodieren. Danach wird es noch einige Minuten dauern, bis die Glasrose sich komplett zersetzt hat. Da durch die Zerstörung der Glasrose jetzt die Nesselgifte freigesetzt werden, solltet ihr je nach Beckengröße nur 2 bis 5 von ihnen am Tag bekämpfen. Euer Abschäumer wird an diesen Tagen jetzt ein wenig mehr arbeiten und um die Nesselgifte schneller abzubauen, kann ich den Einsatz von Aktivkohle empfehlen. Kommen wir nun zu den gängigsten biologischen Fressfeinden. Diese könnt ihr je nach Beckengröße unterschiedlich einsetzen. Wir fangen mit den großen an und enden mit den kleinen. Bei einer Beckengröße über 800 Litern kann ich den Orangespinnen-Pinzettfisch empfehlen. Dieser hat von mir ein eigenes Video bekommen, deswegen gehe ich hier nicht weiter auf ihn ein. Er ist allerdings sehr zuverlässig in seiner Arbeit, aber wenn ihr Pech habt, pickt er auch an anderen Korallen. Ich habe auch schon mitbekommen, dass es Aquarianer gibt, die solche Fische untereinander durchtauschen, damit die Glasrosen beseitigt werden. Das kann ich nicht empfehlen, da die Glasrosen sowieso irgendwann wiederkommen werden und das sehr viel und unnötiger Stress für den Fisch ist. Bei einem Becken über 400 Litern setzen einige Leute gerne den Tang- oder Seegrasfallenfisch ein. Bei dem Fisch ist das so eine Sache. Er lebt nach dem Motto, alles kann, nichts muss. Ihr könnt also Glück haben und er frisst Glasrosen, ihr könnt Pech haben, er frisst keine Glasrosen. Außerdem ist es auch sehr wahrscheinlich, dass er an Zoanthus pickt oder auch an LPS-Korallen oder Weichkorallen wie zum Beispiel die Zenien. Bei kleineren Becken ab 60 Litern kann man zum Beispiel auch die Wudermani-Garnele einsetzen. Diese ist meistens ziemlich scheu und um eine Glasrosenplage zu bekämpfen, müsst ihr auch mehrere einsetzen. Oft wollen Aquarianer diese wieder loswerden, weil sie auch an diversen anderen Korallen zupfen können. Kommen wir nun zu der Bergia-Schnecke.
Diese könnt ihr unabhängig von einer Beckengröße einsetzen. Es geht im Prinzip auch unter 60 Liter, aber es funktioniert auch in großen Becken. Diese Schnecke wird bis zu 2 cm groß und sie ernährt sich ausschließlich von Glasrosen. Das bedeutet, falls keine Glasrosen mehr in eurem Becken vorhanden sein sollten, wird diese Schnecke verhungern. Dadurch, dass sie eben sehr zuverlässig arbeiten, sind sie sehr gefragt und nicht in meinem Handel verfügbar. Falls in eurem Becken mal so eine Eischnüre auftaucht, keine Panik, das ist nur ein Gelege von dieser Schnecke. Man kann diese Schnecke übrigens züchten, genauso wie alle anderen Tiere, die ich hier benannt habe. Ja, ihr habt richtig gehört, auch der Pinzettfisch wurde mittlerweile nachgezüchtet. Ich freue mich immer, wenn ich über solche positiven Ereignisse berichten kann. Wie ihr ja wisst, ich sag's ja eigentlich in jedem Video, Nachzuchten sind nämlich sehr wichtig für den Umweltschutz und für unsere Meere. Ja Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, bleibt salzig und bis zum nächsten Mal.